Hallo liebe Skisprungfans, herzlich willkommen aus der Sparkasse Vogtland Arena hier in Klingenthal. 3. Oktober, Finale, Sommer Grand Prix der Frauen diesmal und der Männer. Und ich möchte euch mal die Arena so ein bisschen vorstellen. Wir stehen hier im Springerlager und ein paar Unterschiede zwischen Sommerskispringen und Winterskispringen erklären, warum das überhaupt geht. Und kommen wir gleich zum Ski, denn das ist ein wesentlicher Punkt, der sich unterscheidet. Das ist eine Sommerpräparierung. Hier ist das Wachs drauf und es bleibt auch drauf. Im Winter kommt das Wachs auf den Ski drauf. Können wir ein bisschen näher rangehen und dann wird es wieder abgezogen, ausgebürstet und diese feinen Strukturen freigelegt. Das ist also schon eine Wissenschaft für sich und ein sehr großer Unterschied zwischen Sommer- und Winterspringen. Und wie der Weg dann von dem Springer aussieht bis hoch und wieder ins Tal, das zeige ich euch jetzt. Also hier kommt der Springer ja nur selten vorbei, in die Kommentatorenkabine, aber die gehört natürlich dazu zum Skispringen und einer Skisprungübertragung. Ich möchte euch mal zeigen, diesen CIS, diesen Kommentatoren-Info-System. Also hier haben wir alle Daten drauf, wenn es losgeht, welcher Springer springt, die Geschwindigkeit, die Distanz, die Jurypunkte, stattgeht. Also alles ist hier für die Kommentatoren drauf. Da informiert sich jeder der Welt, ob der Japaner, der Deutsche oder der Österreicher. Alle sind mit demselben System unterwegs. Und ganz wichtig für uns ist es natürlich der Wind. Wir haben Wind, 7 Messpunkte, 4 links, 3 rechts, wird alles angezeigt, errechnet. Und unten kommt dann der Windpunkt Plus oder Minus raus. Am besten ist natürlich, wenn es windstill ist. Und jetzt machen wir uns weiter unterwegs mit dem Wheelie auf nach oben. So, da sind wir also im Wheelie, im Wiegand Lift. Und ja, relativ komfortabel, die Schanze hoch. Also man kann auch als Zuschauer hier, als Tourist, dann in den Wald wieder runterfahren, auch sich die Schanze angucken. Und da bewegen wir uns jetzt mal hin. Also man muss die Treppen nicht mehr hochlaufen wie früher. Und das hat zwar Muckis in den Bein gegeben, aber war ganz schön anstrengend. Also auf dem Weg nach oben gibt es natürlich auch viel zu entdecken. Da sind Kameras angebracht. Drüben stehen zwar noch Weitenrichter, aber damit wird mittlerweile die Weite gemessen. Also alles per Video läuft dann alles hier oben zusammen im Kampfrichterturm, an dem wir jetzt vorbeikommen. Da sind auch die Kampfrichter A, B, C, D und E. Wie ihr alle wisst, geben Noten. Höchstnote ist die Note 20 und die will natürlich jeder Springer erreichen und gerne bekommen. Nur die wenigsten bekommen sie. Trainer sind auch hier untergebracht. Das gesamte Wettkampfmanagement befindet sich hier oben. Borik Sedlak, der an der Ampel ist, oder Juri Tepesch bei den Frauen, der an der Ampel ist. Und da laufen also alle Kanäle zusammen. Es gibt auch eine lustige Story. Also die war für Swiss Timing nicht so lustig. In Lillehammer zu einem Weltcup war ein Kabel zwischen der Tür versteckt. Und es ist immer zugefallen. Irgendwann war das Kabel halt durch und dann mussten die Jungs alles händisch nachrechnen. Und was kam raus? 0,1 Punkte der Vorsprung. Man hat es 5-mal, 6-mal gerechnet. Hinterher hat man alles wieder geflickt und es ist rausgekommen, sie haben sich nicht verrechnet. Und Gregor Schlierenzauer, meinte ich, hat sogar gewonnen. Weiter auf dem Weg nach oben, ein blaues Monstrum. Ja, ein blaues Monstrum ist aber sehr wichtig. Zum Glück brauchen wir es jetzt gerade nicht. Windnetz, also das wird immer aufgebaut für einen Weltcup oder einen Sommer Grand Prix. Man ist schon sehr lange dran hier in Klingenthal. Ein stationäres Windnetz zu bekommen, aber das dauert hoffentlich nicht mehr so lange. Dann kann man sich auch diesen Aufwand sparen und vor allen Dingen ist der Trainingsbetrieb dann auch viel besser abgesichert und nicht nur die Wettkämpfe. Nein, natürlich nicht. So viele Stufen sind es nicht. Also ich bin jetzt mal hier die Treppe hochgegangen, aber normalerweise nutzen natürlich die Athleten den Lift, der draußen dran ist, alles hochmodern. Dann kommt man also raus. Hier drin ist der Aufwärmraum. Übrigens für diejenigen, die noch nicht verheiratet sind und Skisprungfans sind, wenn sie heiraten möchten, das ist die Außenstelle des Standesamts in Klingenthal. Sollen auch schon 2 Trauungen stattgefunden haben. Ob die Ehe noch hält, kann ich nicht versprechen. Dann geht es also hier raus und hier wird es schon ein bisschen windig. Also da geht es dann richtig los und unten auf dem Balken kann man sich noch ein bisschen konzentrieren, bis man dran ist und das erkläre ich euch gleich. Also bevor der Springer oder die Springerin überhaupt da unten auf dem Balken darf und springen darf, gibt es natürlich noch eine Materialkontrolle am Start. Ich habe mal den Guntram Kraus gebeten, mich mal zu vermessen. Hier ist das Original-Messgerät. Ich habe natürlich eine normale Hose an, aber nur, dass ihr das mal seht, wie das funktioniert. Man muss mit den Schuhen, mit den Sprungschuhen dann natürlich hier hinten rein und dann steht man ganz normal und locker da. Dann fährt das Gerät hoch und wenn es umklappt, bin ich disqualifiziert und kann wieder da lang gehen und nicht da runter. Also danke Guntram.
Und ja, dann darf man also als Athlet nicht mehr an seine Ausrüstung ran. Also nicht mehr hier irgendwie was zuppeln oder machen. Auch das würde zur Disqualifikation führen. Hier unten sehen wir also die Ampel. Ich denke mal, du kannst da hinfilmen. Oben steht das Stadtgate, dann das rote Licht auf 11 Grad. Das läuft dann runter, springt um auf gelb. Das wiederum läuft dann hoch und dann 10 Sekunden grün. Und in der Zeit muss der Trainer, die ganz da unten stehen, heute sind sie noch gut zu sehen, abwinken. Das ist dann also hier der Balken. Und dann haben wir natürlich gesagt, dass ich euch was erklären möchte, warum der Unterschied zwischen Sommer und Winter ist. Und dann kommen wir zur Keramikspur. Im Sommer springen wir mit einer Keramikspur, da läuft Wasser runter. Diese Spur bleibt liegen, unten im Tisch sind große Kühlaggregate und dann baut sich im Winter Eis auf. Und dann haben wir automatisch eine Eisspur hier drauf liegen und ja, geht's los. Also wenn die Ampel umsteigt, ich springe natürlich nicht mehr, aber die Athleten gleich und morgen hoffentlich auch, am 3.10. Und dann kommen sie hoffentlich heil unten an. Wir werden den Weg zu Fuß runtergehen. Ein Springer beschleunigt von hier von 0 auf 90, 92 in weniger als 2 Sekunden. Also das sind ganz gute Werte. Schanze frei und bis gleich unten im Auslauf. Wenn man dann oben abgesprungen ist und hoffentlich im Tal mit einem Telemark-Landung gelandet ist, dann sind die Lichter meistens an. Die hat man uns jetzt ausgedreht, aber wir sind ja natürlich noch nicht fertig, denn wir wollen ja nochmal auf den Unterschied zwischen Sommer- und Winterspringen eingehen. Ein weiterer Unterschied sind eben diese Plastikmatten. Die sind grün und sind alles so wie kleine Borsten, werden von unten nach oben gelegt und ganz wichtig, nass müssen sie sein im Sommer. Nass und auch der Rasen, der hinten im Auslauf liegt, muss nass sein. Ansonsten macht man eben diesen berühmten Bauchklatscher nach vorn. Und ich habe sie nicht genau nachgezählt, aber gut informierte Kreise sagen, es liegen ca. 17.000 Matten hier oben drauf. Und ja, ich glaube 52.000 Kabelbinder. Also das war schon eine herrliche Arbeit für die, die das gemacht haben. Und ja, morgen geht es dann los mit dem, oder heute mit dem Sommer Grand Prix Finale. Und wer mal möchte, kommt einfach vorbei und kann die Matten nachzählen, falls ich gelogen habe. Aber ich fürchte nicht. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ein bisschen was gelernt habt. Und dann morgen bei schönem Wetter der Sommer Grand Prix, das Finale am 3. Oktober hier wieder startet und vielleicht auch mit einem deutschen Sieg. Das soll es gewesen sein von mir. Bis bald im Winter.